Die Raiffeisenbank Kreuthe veranstaltet heute einen Wohnbauabend zum Thema energiebewusstes Bauen und Sanieren. Welches Programm erwartet uns denn heute? Ja, heute haben wir im Programm die Planung. Wie wichtig es ist, auch vernünftig und im Vorhinein und im Voraus zu planen. Wie man das Ganze umsetzt mit einem Häuselbauer. Das Thema Sanieren, was muss ich alles beachten? Welche Energiesparmaßnahmen gibt es überhaupt? Wir haben auch das Thema der Erdwärme, etwas ganz Spezielles. Das Thema der Thermografie, also wenn ich einen Altbau habe, was muss ich tun, damit ich in Zukunft diese Kilowattstunden pro Quadratmeter senken kann. Und zum Abschluss auch noch das Thema leistbares Bauen und Sanieren. Also wie kann ich das Ganze finanziell umsetzen, mit Hilfe der Wohnbauförderung und mit Hilfe auch von subventionierten Darlehen mit der Raiffeisen Bausparkasse oder mit der Raiffeisen Bank Kreuthe. Was erwarten Sie sich als Direktor der Regionalbank von dem heutigen Wohnbauabend? Wir haben heute unsere Kunden zu diesem Wohnbauabend eingeladen, weil wir Impulse setzen wollten. Impulse zum Thema energieeffizientes Bauen und Sanieren. Und hier ist es uns besonders wichtig, dass wir eben nicht nur Informationen zum Finanzieren transportieren, sondern dass wir hier einen Rundumblick zu der ganzen Thematik energieeffizientes Bauen und Sanieren im Überblick geben können. Dazu haben wir Fachexperten eingeladen, die uns hier mit Impulsvorträgen zu diesen Themen bestimmte Inputs geben, und zusätzlich ist es uns gelungen, weitere Professionisten mit an Bord zu bekommen, die dann für die komplette Abrundung dieser Themen zur Verfügung stehen. Worin liegt die Kompetenz der Raiffeisenbank im Bereich Bauen und Sanieren? Die Raiffeisenbank Kreuthe hat ihre Kernkompetenz sicher im Bereich Finanzieren. Dennoch ist es heutzutage nicht mehr das Wesentliche oder das Allerwichtigste, nur Geld zur Verfügung zu stellen. Vielmehr geht es heute darum, eine kompetente und umfassende Lösung zu dieser Thematik zu bieten. Und ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir hier ein großes Netzwerk haben, ein Netzwerk von unseren Kunden, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Was meine ich damit? Unsere Kunden, also im Bereich Firmenkunden, die in unserer Region die Spezialisten zum Thema Bauen und Sanieren sind, geben ihr Wissen an unsere Kunden, sprich an die Häuselbauer und Sanierer, weiter. Und dieses Netzwerk und diese Plattform bieten wir unseren Partnern an, und damit entsteht ein bedeutender Mehrwert. Und ich glaube, das ist das Herausragende auch dabei, dass es heutzutage nicht nur darauf ankommt, Geld zur Verfügung zu stellen, sondern ein Gesamtpaket zu schnüren, das eben weit über das Finanzielle hinausgeht. Und da, denke ich, sind wir hier der richtige Partner. Was ist das Fazit des heutigen Abends? Ja, das Fazit des heutigen Abends lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Wir haben hier sicher nahezu 100 Mit- oder Kunden heute zu dieser Veranstaltung locken können. Wir haben, glaube ich, da ganz interessant, also die Problemstellung thematisieren können. Und das Fazit, denke ich jetzt, wenn man die ganzen Vortragenden betrachtet hat oder angehört hat, dann ist das Fazit daraus sicher, dass es nicht nur darum geht, jetzt die Fenster zu tauschen oder beim Hausbau 10 cm Vollwärmeschutz anzubringen, sondern es ist eigentlich viel ein komplexeres Thema, das eben, wie gesagt, von der Planung über die Ausführung bis hin zu der ganzen Thematik, welche Förderungen und wie bekomme ich die maßgeschneiderte Finanzierung dazu, als solches im Gesamten dann abrundet. Wesentlich ist aber sicher, dass es hier doch um eine umfassende Lösung geht, und diese umfassende Lösung, denke ich, die konnten wir heute unseren Kunden schon in einer Weise zur Verfügung stellen, dass sie hier doch einen Mehrwert mit nach Hause nehmen können. Darf ich Sie kurz stören? Natürlich. Weshalb haben Sie die heutige Veranstaltung besucht? Ich informiere mich über alle Möglichkeiten, insbesondere zur Sanierung von einem sehr, sehr alten Gebäude. Ich habe ein einige hundert Jahre altes Haus, und das steht zur Sanierung und Renovierung an. Und darum informiere ich mich, Punkt 1, über Förderung, und Punkt 2 über Maßnahmen, wie man sanieren soll, wie man Energie einsparen kann in dem Zuge und so weiter. Also der ganze Themenkomplex.
War für Sie die Veranstaltung informativ und hilfreich? Ja, sie war sehr informativ, sehr hilfreich und jetzt werde ich es ein bisschen überdenken und dann werde ich mich an die dafür Zuständigen, unter anderem auch Vortragende, wenden, wenn die Sache ganz konkret wird und das wird die nächsten Monate sein. Haben Sie in der nächsten Zeit vor, ein Haus zu bauen oder ein Haus zu sanieren oder weshalb besuchten Sie heute den Wohnbauabend? Ich bin mit meinem Sohn dahergegangen, weil er wollte ein Haus bauen und ich habe mein Haus gebaut vor 18 Jahren und es gibt immer was Neues und da wollte ich mir Informationen holen und ja, schauen, was es Neues gibt und wie man das alles, es gibt viele Sachen, wo man etwas, und wenn es eine Kleinigkeit ist, was man einfach mitnehmen kann, zum etwas Neues bauen kann. Also Sie haben heute Informationen bekommen, die Ihnen völlig neu waren? Ja, waren sicher da. Erstens Niederenergiehaus, Isolierung oder Finanzierung, war sicher interessant von dem her.